Schlagerpop und Alpenrock hier bei Radio BW Baden-Württemberg am Ostersonntag. Gerade erst hat er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. In diesem Jahr geht es weiter mit der Party. 20 Jahre, 7 Sünden sind angesagt. Ja, und spätestens jetzt wisst ihr, um wen es geht. Marc Pircher. Servus, mein lieber Marc, und frohe Ostern erstmal. Ja, servus und frohe Ostern euch allen. Marc, das war ja eine ziemlich spontane Geschichte mit uns an einem Ostersonntag, aber wir kennen uns seit einiger Zeit, wissen, dass viele Dinge auch ganz unkompliziert ablaufen können, vor allem wenn es um Neuigkeiten geht. Bevor wir aber eben auf diese Neuigkeiten zu sprechen kommen, Marc, Ostern, wie wird denn bei dir, bei euch Ostern gefeiert? Ja, ich habe ja einen kleinen Sohn mit meiner Frau, also der ist ja erst 3 Jahre alt, also ist im Januar 3 geworden, und der freut sich natürlich riesig auf den Osterhasen, und da wird natürlich dann im Zillertal, wenn wir uns alle hier gemeinsam treffen, dann wird hier natürlich ein Nest versteckt, und er muss dann im Garten natürlich dieses Nest suchen, das der Osterhase gebracht hat. Ja, das klingt mal nach ganz klassischen Ostern bei Marc Pircher. Mein Lieber, lass uns über die Neuigkeiten sprechen. In diesem Jahr, 20 Jahre 7 Sünden, ein neues Album von dir erscheint am 10. Mai, habe ich gelesen, und jetzt gibt's eine Single-Auskopplung. Ja, genau, also es ist jetzt so, dass wir zum grünen Donnerstag haben wir die Single veröffentlicht, Gipfel dieser Welt. Und ich muss dir ehrlich sagen, das ist ein sehr vielversprechendes Lied. Es wurde nämlich wieder von Uwe Busse geschrieben, der auch meinen größten Hit 7 Sünden geschrieben hat. Und die ersten Reaktionen, die sind schon mal sensationell. Ja, und wir waren tatsächlich auch sehr, sehr begeistert, als du uns die Info geschickt hast. Ich habe reingehört, habe sofort eine WhatsApp zurückgeschickt und habe dir gesagt, Mensch, das ist mal wieder nach langer Zeit ein richtiger, typischer Marc Pircher. Busse und Pircher, die wissen offenbar, auf was es ankommt. Anscheinend, ja. Und vor allen Dingen, der Uwe Busse hat die unglaubliche Begabung, dass er einfach den Künstlern einfach die Lieder so auf den Leib schreibt, wie man es selber einfach sagen würde. Und das ist das Besondere, wenn man ein Lied bekommt, dass die Aussagen in diesem Lied, dass die genau so getroffen sind, wie man es eben selber auch sagen würde. Also sprich, auf den Leib geschrieben. Und das ist wirklich, das kann man natürlich am besten präsentieren. Ich war ja tatsächlich mega überrascht, als du mir von diesem neuen Song erzähltest. Bei mir war nämlich noch das Country-Album im Ohr, das du ja in Nashville produziert hast. Super schöne Songs, auch mit unverkennbarem Nashville-Klang. Aber was Einmaliges, oder? Ja, das war einfach eine einmalige Aktion, wo ich einfach mal ein Album in Nashville, im Mekka der Musik schlechthin, präsentieren und vor allen Dingen produzieren wollte. Und das war mir klar, dass das jetzt eher ein Traum ist, den ich mir da selber verwirkliche, dass das der Fan nicht unbedingt braucht. Weil dem sind natürlich die typischen Lieder, die so produziert sind, wie man seit Jahren produziert, dass dem Fan das eigentlich lieber ist und dass der das so gewohnt ist, ist mir klar. Aber rein musikalisch war das mit Abstand Beste, was ich je gemacht habe. Und die Produktion ist einfach um 5 Klassen besser, was die Qualität anbelangt. Ja, und wer das Interview mit Marc Pircher zu seinem Nashville-Album nochmal nachhören möchte, das geht ganz einfach auf unserem YouTube-Kanal Radio BW Media. Marc, jetzt geht's für dich wieder zurück zu den Wurzeln, Party, Steirische, so wie man dich kennt. Was erwartet uns denn beim nächsten Album? Ja, es ist eigentlich so, dass 20 Jahre 7 Sünden natürlich mit Partyliedern gefeiert wird. Es gibt 2 neue Versionen von den 7 Sünden. Also einmal so einen typischen DJ-Remix, wie man es heutzutage macht, wie man es oft von Schlagerhits hört. Das ist eher für das jüngere Publikum. Und für das ältere Publikum habe ich zum ersten Mal auch eine Oberkreiner-Version aufgenommen von den 7 Sünden. Also auch das ist quasi wieder neu. Und einfach jede Menge neue Lieder. Der Uwe Busse hat 2 neue geschrieben, eben diesen Gipfel dieser Welt und noch einen anderen starken Titel. Ich selber habe natürlich ein paar Lieder geschrieben und wir haben auch ein paar Klassiker von mir in einem neuen Partygewand neu veröffentlicht. Am 10. Mai ist es soweit. Wir hören jetzt deinen neuen Titel erst einmal, Gipfel dieser Welt. Lieber Marc, Grüße an dich, Grüße an die Familie und bis ganz bald. Ja, danke, liebe Grüße an alle und ich hoffe, wir sehen und hören uns bald und ja, alles Gute für euch.